Ja, meine lieben Buckfreunde, liebe Engelwölfe, liebe Atterschwäne, liebe Gefährtinnen und Gefährten auf dem Weg. Es ist mir heute ein großes Bedürfnis, eine Belehrung zum Thema Atter zu geben, dem avatäterischen Geistestraining, weil in meiner Praxis einige Probleme gehäuft auftreten, mit denen ich umgehen durfte, teilweise auch sehr erfolgreich. Und dieses Umgehen und diese Erfolge, von denen ich glaube, dass sie euch gute Handwerkszeuge in die Hand geben könnten, ja, die möchte ich einfach mit euch teilen. Das erste ist die IS, die Islamischer Staat Atta. Und wie ihr euch schon denken könnt, geht es bei dieser Atta um ein Phänomen, was ja teilweise auch sehr verständlich ist und was im Augenblick in meiner Praxis, aber auch in meinem Bekanntenkreis unbeschreiblich oft vorkommt, nämlich dass Leute massivste Ängste haben vor dem, wofür der islamische Staat steht, Ängste haben, dass ab in 2 Jahren jeder Deutsche eine Burka tragen muss, Ängste haben, überhaupt auf irgendeinen europäischen Flughafen zu fliegen, Ängste haben, wenn sie im Bus sitzen mit irgendjemand, der ein arabisches Aussehen hat, etc. etc. Und selbst bei alten Hippies tritt manchmal ein leidenschaftlich aversives Verhalten gegen alles auf, was irgendwie islamisch und arabisch ist, wo ich denke, Mensch, da kann man doch nur den Kopf, die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Wie kann denn sowas sein? Wie können denn so aufgeklärte und eigentlich auch politisch korrekte Menschen so von ihrer Angst, so von ihren tiefen Verunsicherheiten geschlagen werden, dass sie wirklich jegliche Form von objektiver Betrachtungsweise verlassen. Ich erlebe immer wieder, wenn ich diese Menschen testen lasse, dass ein Format testet, nämlich erstens schattenorientierte Homöopathie, und zweitens Schatten, sprich Antidelegationsatta. Was bedeutet es? Wenn wir davon ausgehen, dass alles, was uns begegnet, letztendlich Spiegelung ist, und umso leidenschaftlich, aversiv wir auf etwas reagieren, umso dramatischer uns diese Spiegelung berührt, dann berührt uns natürlich in diesem islamischen Staat eine Spiegelung, die ganz viel zu tun hat mit unserem eigenen Dogmatismus, die ganz viel zu tun hat mit unserem eigenen Fundamentalismus, mit unserem eigenen Köpfe abhacken, mit unserem eigenen Patriarchentum und so weiter und so fort. Und umso scheinbar politisch korrekter wir ja sind, umso weniger dürfen ja all diese Impulse sein, woher sie auch kommen aus früheren Leben oder. Und umso mehr unterdrücken wir sie und umso leidenschaftlich, aversiver reagieren wir dann natürlich auf die Dinge im Außen. Ich möchte nur andeuten, dass das wichtigste Mittel für die Angst vor IS-Terror, für die Angst, dass auch wir bald in einem Kalifat leben, für die Angst, dass bald täglich in Berlin 10 Selbstmordattentäter sich in die Luft sprengen, Acidum Muriaticum, die Salzsäure ist. Darüber werde ich morgen einen größeren Artikel sprechen und euch den wiederum auch ins Buch stellen. Aber auf die Homöopathie will ich jetzt gar nicht so weit eingehen. Ich möchte euch empfehlen, entweder selbst oder wenn ihr Patienten habt mit dieser leidenschaftlichen IS-Aversion, mit dieser großen Angst vor einem fundamentalistischen Staat, der über uns kommen könnte, ihnen zu empfehlen, wirklich eine Antidelegationsatta zu machen. Und die beginnt wie alle Attas mit dem Satz, ich bin mir gewahr, dass ich Schöpfer meiner Wirklichkeit bin und ich bin mir gewahr, dass jede Schöpfung eine Wahl ist. Und ich bin mir gewahr, dass ich jede Schöpfung ab und neu wählen kann. Und darum wähle ich heute ab, alle Delegationen, die ich auf die Mitglieder des islamischen Staates gebe, damit sie mich auf meinen Schatten, auf mein in mir Verbotenes
Sein aufmerksam machen. Und dann fängt man einfach an, die Leute wirklich so tun zu lassen, als ob alle Bomben nur deswegen geworfen werden, weil der Patient es delegiert, als ob alle Köpfe nur deswegen abgehackt werden, weil der Patient es delegiert. Ich weiß, das hört sich auf den ersten Blick erstmal ziemlich irre an, aber es funktioniert und innerhalb dieses ATTA-Bewusstseins hat es, wenn der Patient es denn testet, sonst würde ich das natürlich nie tun, sonst wäre so eine Vorgehensweise für mich fast schon Gewalt, aber nach Testung sage ich mir, das Energiesystem hat es sich gewünscht und darum mache ich es. Also das heißt, ich lasse den Patienten aufzählen, liebe Leute des Islamischen Staats, ich habe euch delegiert und nehme nun zu mir zurück und in mir heile ich es und korrigiere ich es zu 100% meinen Auftrag, dass ihr anderen die Köpfe abhackt. Y, Y, korrigiere, zurückgenommen, geheilt und korrigiert, Y, korrigiere. Ich nehme zurück all das, was ihr mir gespiegelt habt, dass alle Frauen unterdrückt werden müssen. Zurückgenommen, geheilt und korrigiert, Y, korrigiere. Dass Ungläubigen die Köpfe abgehackt werden müssen. Zurückgenommen, geheilt und korrigiert, Y, korrigiere. Dass man alle Sufi-Tempel verbrennen muss. Zurückgenommen, geheilt und korrigiert. Und das gebt ihr dann nach und nach im Grunde in eure Atta ein, bis euch nichts mehr einfällt. Und wenn ihr am nächsten Tag immer noch so viel Angst habt, dass die ISIS unseren Staat übernimmt, dann macht ihr es wieder. Und ihr macht es so lange, bis die Angst verschwindet, bis die leidenschaftliche Aversion verschwindet, bis wieder mehr Gelassenheit und Objektivität eintritt. Und dazu muss ich aber eins noch sagen. Es geht überhaupt nicht darum, dass unsere Gemeinschaft nicht das Recht auf Selbstverteidigung hat. Diese Selbstverteidigung ist sehr, sehr wichtig und wir sollten auch die von uns legitimierte staatliche Gewalt dazu benutzen, uns zu beschützen. Das will ich überhaupt nicht in Abwege stellen. Und es geht aber auch weiter, die Ursachen für diese Gewalt natürlich zu beseitigen, die neokolonialistischen Wunden zu heilen, die Ausbeutung der afrikanischen und arabischen Staaten, gerade betreffs des Öls und anderer Ressourcen, wirklich zu stoppen, dass wir aufhören, diese Kriege zu initiieren, um mit ihnen Geld an unseren Waffen und an unserer Logistik zu verdienen. Natürlich müssen die Ursachen radikal politisch ausgemerzt werden, dass es überhaupt keine Gründe für diesen Fundamentalismus und für diese Unterdrückung und für diesen Terror gibt. Aber andererseits können wir auch im Hier und Jetzt aus unserem Wissen um unsere Schöpferkraft mindestens uns in unserem Fundamentalismus heilen, uns in unserer Grausamkeit heilen, die wir vielleicht so weggedrückt haben, dass niemand, aber auch gar niemand, die jemals an uns wahrgenommen hat. Ja, und ich glaube, das ist eine wunderbare Atta um ganz viel Frieden in uns und vielleicht sogar, wenn man im Grunde quantenphysikalisch denkt, der Flügelschlag eines Schmetterlings kann ein Erdbeben in San Francisco auslösen. Ja, vielleicht lösen wir mit dieser Atta ein Erdbeben der Liebe und ein Erdbeben der Zärtlichkeit auch in den Herzen und noch besser in den Lenden der IS-Kämpfer aus. Ja, das ist das eine. Man kann diese Atta dann nochmal erweitern, indem man eine Dankesatta macht an den Propheten Mohammed und an all das, was islamisch ist, für die wunderbaren Dinge, die der Islam auch in diese Welt gebracht hat. Und wir wissen ja, dass alles, wofür wir danken, quadratiert wird. Und ich danke dem Islam dafür, dass er uns den Sufismus geschenkt hat. Y, Y, korrigiere. Ich danke dem Islam, dass so wunderbare Menschen aus ihm hervorgegangen sind, wie Hafiz und Mevlana Rumi. Y, Y, korrigiere. Ich danke dem Islam für die große Toleranz und Liberalität, die er in ein dummkältstes
Mitteleuropa im Mittelalter hineingebracht hat oder in ein Europa hineingebracht hat. Y, korrigiere. Ich danke dem Islam für einen Ibn Sina und so weiter und so fort. Ich danke dem Islam für seine wunderbaren spirituellen Praktiken, für unseren Scheich Hassan und seine wunderbare Kapelle und die wunderbaren islamischen Mantren und Lieder, die er uns schenkt. Also all das, was gut ist, all das, was kraftvoll ist, durch die Dankesatta quadratieren, all das, wovor wir vor Angst erzittern, als unsere Delegation sehen, es zurücknehmen, in uns heilen, verwandeln und korrigieren. Ja, als zweites möchte ich euch noch auf ein Phänomen hinweisen, was immer wieder in meiner Praxis in der letzten Zeit vorkommt, was ich aber selbst gut kenne. Es gibt ganz viele Menschen in meinem Leben, die mich wahnsinnig verwöhnen, die mir jeglichen Wunsch von den Augen ablesen und irre viel für mich tun. Und auch ich, und es ist auch was, was ich bei meinen Patienten immer wieder feststelle, merke, dass diese Menschen von mir oft viel weniger Wohlwollen kriegen, manchmal so ja kritischer betrachtet werden, wie die Menschen, die mir eigentlich relativ distanziert gegenüberstehen, aber ab und zu auch mal was Positives für mich machen. Ich habe oft das Gefühl, dass bei denen, die eher dezenter mit ihrem Wohlwollen sind, meine Freude und meine Dankbarkeit unangemessen viel größer sind. Das mag vielleicht an meinen Neurosen liegen, aber, und da kommen wir dann zur Atta, kann auch einen avatäterischen Hintergrund haben. Ich merke das zum Beispiel auch selbst, dass Menschen, für die ich total viel tue, die ich total pampere, die ich total liebe, für die ich, wie der Berliner sagt, mir oft den Arsch aufreiße, mit einmal anfangen, mir ans Knie zu pinkeln, mich überproportional zu kritisieren oder sich auch von mir distanzieren müssen. Und da gibt es eine wunderbare Atta für einen selbst, aber auch für andere Hilfe, Lösung und ja, Wandlung zu erschaffen. Und das ist die Dankesatta. Zur Dankesatta ist zu sagen, dass Vaivamos ja mal gesagt hat, dass die Dankesatta all das, wofür wir danken, quadratiert und der Dank an sich eine der größten schöpferischen Qualitäten ist, die wir haben. Und wir wissen, dass Hellinger mal gesagt hat, wem ganz viel Gutes widerfährt, ob von seinem Geliebsten oder von seinem Lehrer oder von seinem Therapeuten, er aber nicht die Fähigkeit hat, entweder durch Leistung oder Geld auszugleichen oder nicht die Fähigkeit hat zu danken, sich oft von dem Wohltäter distanziert, ihn sogar kritisiert, ihn sogar ans Bein pinkelt, ihn sogar teilweise zum Arschloch macht, nur um aus der Schuld herauszukommen, die das übergroße Wohlwollen, die das übergroße Pampern, die übergroße Liebe in ihm verursacht hat. Auch wenn diese Schuld natürlich etwas völlig Subjektives ist, weil der liebt, weil der lehrt, weil der gibt, eigentlich dafür gar nichts haben will. Aber der nicht danken kann oder zu wenig dankt, erlebt das dann. Und das kenne ich sehr gut, wenn jemand überproportional lieb zu mir ist und ich das Gefühl habe, das kann ich überhaupt nicht mehr ausgleichen. Da bin ich irgendwie nur schuldig, dass ich denn mit einmal anfange, ein bisschen fies zu werden. Was bei mir als Konfliktgestörter schon ziemlich auffällig ist. Und da setzt die Dankesatta an. Wenn wir merken, dass wir uns jemand gegenüber so verhalten und es eben auch selbst oft doof und ungerecht finden, setzen wir uns wirklich hin und danken explizit, stellen uns diese Person vor und sagen, und ich danke dir für das und das und das und das, Y, korrigiere, und ich danke dir für das und das und das und das, Y, korrigiere. Und wenn wir das ein paar Tage machen, dann sehen wir, wie gut wir das mit einmal nehmen können, ohne ein schlechtes Gewissen dafür zu haben. Und wie wenig wir uns dann distanzieren müssen, um aus unserem schlechten Gewissen herauszukommen. Also danken, 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 danken jeden Tag dem,
wo wir eigentlich denken, wir fühlen uns ihm gegenüber schuldig und deswegen behandeln wir ihn unadäquat schlecht. Habe ich bei mir erlebt, hilft und mit einmal kann ich das, was ich da geschenkt kriege, total nehmen. Ich kann mich total daran freuen, auch wenn ich es nicht durch Dinge ausgleichen kann, aber durch die Dankesata gebe ich die Energie des Dankes zu dieser Person, kann sie dann auch oft verbal viel besser äußern wie vor der Dankesata und es macht einfach unsere sozialen Kontakte wesentlich entspannter, wesentlich liebevoller und es bewahrt dem anderen vor dem doofen Gefühl, warum kriege ich jetzt eigentlich eins reingewirkt, wo ich doch alles mache, wo ich doch total freundlich und wohlwollend bin. Die letzte Atta, über die ich mit euch sprechen möchte, ist die Du bist mich Atta. Du bist mich ist ein Wort von Meister A, von Meister Empf, von Mario Mathese, das ausdrückt, dass eigentlich die Wahrnehmung eines externen Du's eine Täuschung ist, weil wir ja, wenn man von dem Gedanken der Nicht-Zweiheit ausgeht, von der Idee eines multidimensionalen Bewusstseins sowieso als eins im Grunde erschaffen wurde, als eins im Grunde existieren und dass jegliche Wahrnehmung von Trennung, also wie Valvamos sagte, von Nicht-Ich, nur Ausdruck unserer Nicht-Wahrnehmung von Einheit, unserer Nicht-Wahl von Nicht-Zweiheit sind. Ich kenne das bei mir und ich kenne das im Grunde auch bei meinen Patienten, dass solche Gefühle oft auftreten bei Eifersucht, bei Neid, wenn ich das Gefühl habe, ein anderer Mensch nimmt mir Liebe weg, ein anderer Mensch nimmt mir Sexualität weg, ein anderer Mensch nimmt mir Zeit weg, die ich gerne mit einem geliebten Menschen verbringen würde, oder er nimmt mir Patienten weg, oder. Also die besten Erfolge mit dieser Du bist mich Atta habe ich gerade bei Menschen, wenn es um Eifersucht und um Neid geht. Und diese Du bist mich Atta schafft auf alle Fälle erstmal relativ schnell die Symptome beiseite, ob diese Menschen sich dann anschließend im multidimensionalen Bewusstsein befinden, das will ich hier an diesem Punkt gar nicht im Grunde behaupten. Ganz praktisch sieht es aus, der Mensch, auf den ich eifersüchtig bin, auf den ich neidisch bin, den stelle ich mir vor, dann klopfe ich mich wie bei jeder Atta, sage wie bei jeder Atta die einleitenden Sätze, ich bin mir gewahr, dass ich Schöpfer meiner Wirklichkeit bin, und spreche dann und ich bin mir gewahr, dass das Gefühl des Nicht-Ich eine Täuschung, ein Ausdruck meiner Trennung vom multidimensionalen Bewusstsein sind. Und darum gehe ich in ein Gewahrsein des Nicht-Getrennt-Seins, des Nicht-Zwei-Seins. Und dann stellt man sich diesen Menschen vor, auf den man so eifersüchtig, so neidisch ist, schaut ihn mit einem liebevollen Blick an, klopft sich und sagt einfach nichts anderes wie Du bist mich, Y, Y, korrigiere. Du bist mich, gezündet, Y, Y, korrigiere. Du bist mich, Y, Y, korrigiere. Und man macht es so lange, bis man merkt, dass in einem ein warmes, liebevolles Gefühl zu diesem Menschen entsteht. Das kann nach einer Minute sein, es kann aber auch nach 5 Minuten sein. Länger wie 5 Minuten würde ich diese Atta nicht machen. Dann lieber wiederholen. Oft hat man sie ja mit mehreren Menschen hintereinander zu machen. Auf alle Fälle passiert eins, und das weiß ich, dass Eifersucht und Neid die Gefühle weniger werden. Und auch das wieder Quantenphysik, der Flügelschlag eines Schmetterlings, dass mit einmal der Mensch, den man so als nicht meins im Grunde erlebt hat, als bedrohlich erlebt hat, als die eigenen Ressourcen beschneidend erlebt hat, wie von selbst auf einem zukommt und es mit einmal Verbindung zu solchen Menschen gibt,
von dem man nie gedacht hat, dass sie möglich wären. Ja, diese dreieinhalb mit Dankesatta an den Propheten Mohammed, Attas waren mir ein großes Bedürfnis mit euch zu teilen. Ich hoffe, der ein oder andere hat Freude mit diesen Attas. Ihr alle kennt ja mein Atta-Buch, wo ja Atta in seiner Gänze wunderbar von Klaus beschrieben wird. Und ja, ich hoffe, euch macht diese Arbeit wahnsinnig viel Spaß. Ich bin mir sicher, wenn ihr sie nicht verleugnet, wird sie mindestens so erfolgreich sein wie bei mir. Ja, und ich hoffe, dass wir alle ganz viel Angst vor diesem Terror, vor diesem Dogmatismus, vor diesem Fundamentalismus verlieren und ganz viel heilende Liebe zu diesen Menschen schicken können. Und eben auch das, was an diesem Islam wundervoll ist, und es gibt so vieles Wundervolles am Islam, am Christentum gab es auch schon so viel Schreckliches und da sind so viele furchtbare Dinge im Namen des Christentums passiert und trotzdem bedroht uns das im Augenblick, was ja auch verständlich ist, viel weniger als angeblich der brutale Islam. Ja, und ich hoffe, dass diese Arbeit bei jedem Einzelnen wieder ganz viel Liebe und auch ganz viel Objektivität entfachen kann. Und ich bin mir ja, ja, ich habe ja die Wahnidee, wir können diese Welt heil klopfen, wir können diese Welt heil reiben. Ja, und ich ermuntere euch, das Eure dafür zu tun. Atayo, ich freue mich auf eure Rückmeldung, ich freue mich auf eure kreative Kritik, auch auf eure Ergänzung zu dieser Arbeit. Ja, und ich freue mich, euch live zu begegnen, wo auch immer, wie auch immer, in unseren Drachenseminaren, auf den Schamanentagen oder ja, wo auch immer. Adieu, mögen alle Menschen erkennen, dass sie Schöpfer ihrer Wirklichkeit sind. Mögen alle Menschen erkennen, dass sie Zärtliche sind. Mögen alle Menschen erkennen, dass sie reines Licht sind. Samasati, Y korrigiere, gezündet, vibriert, heiligst erwählt, Y korrigiere.